Er ist einer der wichtigsten und engagiertesten Denker des deutschen Films. Und zwar einer mit Haltung und einer mit Handschrift. Das gibt es nicht so oft. Und deswegen wird das auch heute sehr, sehr spannend werden, was er uns zu erzählen hat, wenn wir hier seine geliebten Schwestern zeigen. Er kämpft immer schon gegen die unsägliche Unterscheidung auch von E und U, also zwischen ernster und unterhaltenden Filmen. Und was auch besonders ist, er arbeitet sowohl fürs Fernsehen als auch für den Film und beides mit beeindruckendem Erfolg. Wenn ich richtig gerechnet habe, hat er schon 10 Grimme-Preise gewonnen. Ist das korrekt? Ja. Und damit der am häufigsten ausgezeichnete Filmemacher. Ich könnte jetzt unzählige weitere Preise natürlich auflisten, das werde ich jetzt aber auch nicht tun. Stattdessen vielleicht eine etwas unbekanntere Information, die aber, glaube ich, ganz gut zum heutigen Abend passen könnte. Denn vor seiner Langspielfilmregiearbeit, seiner ersten, war er sogar zeitweise als Schauspieler tätig, nämlich unter anderem 1977 in Der Mädchenkrieg, Regie Bernhard Sinkel und Alf Brustelin. Und das erwähne ich jetzt nicht nur, weil der Film seinerzeit, ebenso wie vor ein paar Tagen Die geliebten Schwestern, 2 deutsche Filmpreise erhalten hat. Dafür herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sondern auch Der Mädchenkrieg, ein Historienfilm aus der Perspektive von jungen Schwestern war. Und zwar 3 Töchter eines Dessauer Kaufmanns, die dann 1936 mit ihrem Vater nach Prag auswandern mussten. Und dann um Männer buhlten, zusammenhielten, konkurrierten, liebten, lebten, litten. All das, was vielleicht ein wenig wiederzufinden ist, dann in Die geliebten Schwestern heute Abend. Und über die Parallelen werden wir vielleicht noch ein bisschen was hören. Heute ist er bei uns und es ist uns eine große Freude. Und das Ganze wie immer natürlich in einer Veranstaltung von EPT Film, mit denen wir seit 10 Jahren diese Reihe veranstalten. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Rudolf Worschig hier ist hier der Chefredakteur und Ulrich Sonnenschein wird nachher das Gespräch führen. Er ist auch Autor der EPD Film und Redakteur beim Hessischen Rundfunk. An der Stelle möchte ich Sie auch gerne darauf hinweisen, anlässlich des Jubiläums haben wir auch eine schöne Homepage erstellt, wo Sie die Gespräche, die wir hier führen, diese Werkstattgespräche dann nachsehen können. Die heißt Was tut sich im deutschen Film.de, sehr kreativ, jeweils mit Bindestrichen dazwischen. Das lohnt sich sehr, wenn Sie da mal was verpasst haben, denn das sind wirklich ganz spannende Werke von der ganz hohen Filmkunst bis vielleicht auch zum großen Unterhaltungsfilm, versuchen wir Ihnen ja alles zu zeigen. Wie Sie es gewohnt sind, gibt es bei uns keine Werbung, sondern einen Vorfilm. Heute haben wir den längsten Film aus der 10-jährigen Geschichte hier bei uns, den 170-minütigen Die geliebten Schwestern, in der Festivalfassung, der damals auf der Berlinale zu sehen war, dann nicht ins Kino so kam. Und passend dazu den kürzesten Vorfilm nun der Geschichte von Was tut sich im deutschen Film. 50 Sekunden ist er lang. Und Mensch und Maschine heißt er von Jens Rosemann und Silke Brandes. Seien Sie hellwach und gleich sehen wir uns wieder. Viel Vergnügen. Begrüßen Sie mit mir Dominik Graf. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht so lang machen. Der Film hat ja schon gesagt, er ist ein bisschen länger. Das soll ja nicht allzu spät werden. Ich wollte aber ein paar Worte vorher sagen. Der Film ist für mich ein Novum gewesen, weil ich zum ersten Mal seit meiner Filmhochschulzeit, und die ist wirklich verdammt lange her, ein Drehbuch selber ganz alleine geschrieben habe. Das kam daher, dass die Uschi Reich, die Produzentin, mir diesen Stoff angetragen hat. Ich glaube, sie hatte sie ein paar anderen Regisseuren auch schon angetragen, die haben den aber abgelehnt. Und ich habe da was sofort irgendwas drin gesehen, wovon ich das Gefühl hatte, das kenne ich irgendwie. Das kenne ich aus dem Leben, auch wenn das Leben, was da geschildert wird, 200 Jahre, 230 Jahre inzwischen her ist. Ich habe das Gefühl, diese Art und Weise, wie eine Liebesgeschichte verläuft, von Leidenschaft, Liebe und vor allem auch von Unentschlossenheit, in welche Richtung man zu dritt, zu zweit, zwei nur zusammen, die anderen zwei, wie auch immer, eigentlich gehen will, dass das so, wie es im Leben von Schiller und den beiden Schwestern Lengefeld verlaufen ist, eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar ist. Es ist eher ein Fluss, der erzählt wird, als jetzt ein großes Drama. Es ist im Felsen, habe ich mal einen Film gemacht, auch über eine Liebesgeschichte auf Korsika. Und da gab es so ein, das hatte der Benedikt Neuenfels die Idee, da gab es so einen Moment, wo das Liebespaar an so einem Kneipentisch irgendwo da oben in den Bergen sitzt und sie sich beide so die Hand in der Hand, die Linien
zeigen. Und dann gab es so eine Überblendung, das war auch von Neuenfels irgendwie gedacht, auf so Kondensstreifen von Flugzeugen, die die am Himmel hinterlassen und die so verschwinden, also von diesen Linien. Und diese Linien quasi, die sind mir immer bei dem Film, als ich den angefangen habe zu schreiben und dann auch beim Drehen im Kopf geblieben, dass diese Linien, dass die auch immer dünner werden, dass die Leidenschaft sozusagen verschwindet, dass der Alltag gewinnt und dass am Ende, wo bleibt denn dann die Liebe und wo bleibt das Versprechen vom Anfang? Das wollte ich nur mal kurz so noch dazu sagen. Und jetzt Sie hören es schon. Eigentlich. Also dieser Mann hat wahnsinnig viel zu sagen, auch über Film. Das werden wir heute auch noch weiter hören. Ich möchte schon mal darauf hinweisen, wir haben auch ein wunderbares Buch von ihm mit Texten zum Film, Schläft ein Lied in allen Dingen, bei uns im Shop. Der Shop hat auch bis nach Filmende offen. Sie haben den Hinweis verstanden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit einem Film, der wirklich hervorsticht aus dem deutschen Filmgeschehen. Und ich möchte Sie vor allen Dingen noch zu dem, was Dominik Graf gesagt hat, auf die wunderbaren Schauspielleistungen schon mal hinweisen. Wir haben ganz tolle Leistungen von Henriette Konfurius, Hanna Herzsprung und Florian Stetter. Wenn Sie noch keine Stars des deutschen Kinos waren, dann vielleicht jetzt nach diesem Film. Ganz viel Vergnügen und bis nachher. Tschüss. Es ist ganz interessant, dass viele Kritiken sich auf die Länge kapriziert haben, als wenn die Länge ein absoluter Wert wäre und kurze Filme per se besser als lange. Ich habe das noch nie nachvollziehen können und in diesem Fall erst recht nicht. Es ist die Geschichte einer großen Liebe, Dominik Graf, zwischen zwei historischen Personen oder auch drei historischen Personen in einer historisch verbürgten Zeit. Wie ist dieser Stoff zu Ihnen gekommen? Sie haben es vorhin gesagt, die Produzentin hat Ihnen das angeboten, aber das passiert ja nicht mal so zwischen Tür und Angel. Nein, das war wie gesagt eine längere Entwicklung. Also die Produzentin hatte schon einen Schillerstoff gemacht mit dem Martin Weinhardt als Regisseur. Da hat übrigens der Matthias Schweighöfer den Schiller gespielt und der Florian spielte dort eine kleine Rolle als Freund von Schiller. Der hieß einfach nur Schiller und beschäftigte sich vor allem mit seiner Zeit in Ludwigsburg und sozusagen, also die Dinge in Baden-Württemberg bis zu seiner Flucht dann, also bis er von Mannheim dann eben mit Hilfe von Frau von Kalb dann den Standort wechselt. Und auf dem Weg ist sie auf diese Geschichte gestoßen, die so seltsam bekannt und unbekannt gleichermaßen ist. Also ich, wie gesagt, komme aus einem relativ literarisch gebildeten Haushalt, habe nie irgendwas davon gehört, dass es diese Dreiecksliebe, dass Schiller überhaupt so frivol gelebt hat. Ich habe dann alles nachgelesen, was da zu kriegen war. Und es ist natürlich offen zutage, es liegt irgendwie, gibt irgendwie vier oder fünf belletristische Verhandlungen der ganzen Geschichte von meistens weiblichen Autorinnen und es gibt großes Interesse an der Sache, aber es ist irgendwie immer noch wie eine unbekannte, wie so eine Art Eisberg, wo 10% oben und 90% unten liegen. Das kommt natürlich auch durch diesen Vernichtungsakt, den die Caroline da am Ende ihres Lebens vollführt hat, mit dem ich ursprünglich auch mal den Film beginnen wollte. Sie ist dann auch sehr christlich geworden, was ja immer oft sehr schreckliche Folgen hat und unter anderem in diesem Fall dazu führte, dass sie alles, was in ihrem Leben nicht christlich war, sozusagen in den Kamin geschmissen hat. Das hat sicherlich alle Exegeten im Nachhinein dann in Probleme gebracht. Also die wussten wirklich nicht genau, was stimmt, was nicht stimmt. Andererseits, wenn man die Briefe liest und dann merkt man ja auch, was in den fehlenden Briefen, was sozusagen in den Lücken geschrieben wurde, man kann sich das schon halbwegs zusammensetzen. Und das da mal ganz kurz einhaken, weil tatsächlich ist ja nur dieser eine halb verbrannte Brief erhalten geblieben zwischen ihr und Schiller. Sie hat in ihrem Buch, das sagen Sie ja auch kurz vor dem Abspann deutlich, alles getilgt, was auf eine körperliche Liebe zu Schiller hinwies. Dennoch ist es sehr opulent erzählt. Also wo nimmt man, wenn man diese Geschichte dann auserzählen will, wo nimmt man das Material her? Na, schon aus den Briefen. Ich meine, die Formulierungen der Briefe sind natürlich manchmal irgendwie mit ungefähr 27 Nebensätzen und Strichpunkt und Komma. Man muss die Sachen, um sie dann irgendwie in einen Dialog zu setzen, wie es da teilweise der Fall ist, dass die Briefe miteinander reden, muss man sie natürlich kürzen und zusammenziehen. Und ich habe da auch einige Dinge, ehrlich gesagt, auch selber erfunden, damit es an bestimmten Stellen mal ein bisschen schneller geht. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass man die Gefühle der Zeit, also so wie Menschen damals gefühlt haben, mit diesen ganzen Bedingungen, mit den höfischen Standesbedingungen, wie man sich verhält, wie man sich nicht verhält, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, dass man das einigermaßen auf einen Nenner kriegt,
wo ein Publikum von heute nachvollziehen kann, dass da Unaussprechlichkeiten drin liegen, also aber gleichzeitig auch manchmal in Dingen der Liebe und der Gefühle unglaublich erwachsen und auch sehr strategisch vorgegangen wurde vor allem. Es gibt nicht nur Romane, sondern es gibt auch ein Sachbuch von Jörg Auffenhanger zum Beispiel, der dieses Verhältnis, so wie es eben recherchierbar ist, versucht zu belegen. Diese Belege sind alle sehr sachlich und sehr klar, zumindest dieses eine Buch, was ich mir mal angeguckt habe. Der Film ist alles andere als sachlich, sondern er versucht, eine Zeit aufscheinen zu lassen, die ja auch in sich stimmig sein muss. Also Arno Schmidt hätte gesagt, sein Gehirn in die Falten der Zeit legen. Jetzt haben Sie das Drehbuch ganz alleine selbst geschrieben. Wie haben Sie Ihr Gehirn in die Falten dieser Zeit gelegt? Also das Erste, das Wichtigste, was ich mir vorgenommen hatte, war das Gefühl zu erwecken, dass der Zuschauer nicht an den Figuren klebt und dass sie sozusagen, dass sie einfach aus einer Zeit kommen, die weit weg ist und dass die Distanz von bestimmten Momenten auch unter Umständen eine Tugend in dem Film sein könnte. Das heißt, dass einem Dinge unbekannt vorkommen, dass einem Gefühlsbewegungen, wie zum Beispiel das Geweine der drei dann im Bett, wenn sie endlich irgendwie entdecken und das auch voreinander klar machen, wir lieben uns, das ist natürlich eine Affekthaltung, die stammt wirklich aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Jahrhundert, die hat was mit Hysterie zu tun, mit lang aufgehaltenem irgendwie Gefühl, das sich jetzt anhand dieses Geständnisses von Schiller, ich liebe sie beide, bahnbrechen darf und schon heulen sie alle drei, was damals durchaus gang und gäbe war. Also man hat, glaube ich, bis zum sich in Deutschland durchsetzenden, etwas unemotionaleren Preußentum, so Mitte des 19., Ende des 19. Jahrhunderts, viel und gerne geweint, in der Romantik auch und vor allem, wenn eben die Gefühle es zuließen. Ich glaube, diese Art von, einerseits kennen wir das, vielleicht können wir es auch nachempfinden, wenn wir es nicht nachempfinden können, weil es uns so ein fremder ethnischer Stamm erscheint, der da irgendwie in Liebe miteinander entbrennt und ganz seltsame Verhaltensweisen zwischen Distanz und Nähe an den Tag legt, umso besser, macht auch nichts, dann ist es eben anders. Aber auch das muss man aus Kostümfilmen erfahren. Die sind nicht alle so wie wir. Also das, was Kostümfilme so oft versuchen, einem quasi irgendwie Liebesgeschichten so nahe zu bringen, als wäre die ganze Weltgeschichte über sie alle, hätten sie so getickt, wie wir heute ticken in Gefühlsdingen. Das finde ich immer so ein bisschen indiskret und auch ein bisschen sich so gemein machen mit der Historie, die halt manchmal auch eine eigene Würde hat und auch in der Distanz vielleicht besser erzählt werden kann, als mit dem Gefühl von, sind alle, auch die großen Genies, alle so wie wir. Stimmt nicht. Diese Distanz ist ja auch eine sprachlich vermittelte. Die Dialoge sind zu einem Großteil, würde ich mal sagen, sehr poetisierte Dialoge. Also man muss schon ein poetisches Gespür haben, um solche Dialoge schreiben zu können. Auch da nochmal die Frage an den Drehbuchautor Dominik Graf. Das ist ja jetzt nichts, was Sie irgendwie von der Pike auf gelernt haben, Historienfilme zu schreiben. Das ist ja eher die Ausnahme in Ihrem Werk. Dennoch erstaunlich diese poetische Sprache, die ja auch nicht aus Briefen abgeschrieben sein kann. Nein, aber das ist dann so eine Form, also wenn man sich dann wirklich so reinwirft, wie ich mich da nach der Aufforderung von der Uschi Reich, mich doch damit mal bitte zu beschäftigen, das getan habe, dann gibt es natürlich auch, das ist wie Mimikrie, also man verwandelt sich diese Sprache dann an gewissermaßen. Und es ist nicht so, dass ich beim Frühstück auch schon so geredet habe, aber es hatte Phasen davon. Und wo kommt die Vorlage her? Aus anderen Filmen oder aus Büchern von Schiller? Aus den Büchern natürlich, also aus den Briefen, die man dann irgendwie liest. Das sind ja doch also ganz schöne Konvolute, die da noch erhalten sind. Und mit denen insgesamt, da bin ich vielleicht so wie diese Figur in Woody Allens Film Selig, der sich dann immer in alles verwandelt, was gerade... Also ich kann mir das ganz gut sozusagen reinziehen und dann eine Weile in dieser Sprache, glaube ich, leben, ja. Und jetzt auf der anderen Seite, also man hat sich quasi anverwandelt, hat sich in diese Zeit versetzt. Wie sehr steht einem dann die Wahrheit der Geschichte im Weg? Wie sehr muss man sich daran halten, was nachprüfbar verbirgt ist? Also wie ich schon vor dem Film sagte, für mich war das Wichtige, wie heißt das bei Louis Armstrong, Bumpy Road of Love, also sozusagen, dass dieser ungerade Weg zur Liebe auch manchmal
Ablehnung kreuzt, also so ein bisschen wie diese unglaubliche Karte von der Madame de Scudery, also wie der Weg der Liebe irgendwie geht, dass der eben manchmal sich auch verflüchtigt, verschwindet in Halbschatten irgendwie, gar nicht mehr erkennbar ist wirklich, dann aber wieder zurückfindet. Und vor allem, was mir wichtig war, ich habe mir da auch noch was aufgeschrieben, das würde ich ganz gerne vorlesen, weil das wirklich so mein Grundgedanke an der Geschichte ist die Idee, dass der, es darf auf keinen Fall in diesem Film, war mein Gefühl, ein Drama geben, weil ich das Gefühl hatte, dass nach der ersten triumphalen Begegnung der drei miteinander eigentlich nur noch der Alltag, also erstmal regiert die Strategie, wie kommen wir zusammen, wie machen wir das, wie basteln wir das, die Mutter soll irgendwie nach Weimar und dann haben sie das Haus frei und du heiratest ihn, weil du bist ja noch nicht verheiratet, ich bin aber schon verheiratet, also all diese Intrigen gewissermaßen, sehr, sehr effektiv gedacht gewissermaßen, aber dahinter steht noch lange kein Liebesdrama in dem Sinn, also den Konflikten aus dem Weg gehen, indem man dann am liebsten eher das Leben entscheiden lässt, das merkt man in der etwas verunglückten Heiratserklärung, wo er plötzlich innehält und sagt, was rede ich denn hier eigentlich? Und dann mir ist gerade so anders, weil sie haben ja diese Erbschaft und so weiter. Eindeutige Ausflucht. Er hat sich da leicht übernommen. Also die Ansage von Caroline, er soll doch bitte zur Schwester gehen und um ihre Hand anhalten. Macht er, straff, geht er hin, jawohl, mache ich. Und bei der Hälfte des Wegs klappt da etwas zusammen, weil er eigentlich sich nicht entscheiden wollte. Das ist auch meine Theorie. Ich glaube, dass er gar nicht, er hatte überhaupt keinen Bock, so ähnlich wie der Ronny Zerfeld das am Schluss sagt, sich zwischen den zwei, eventuell sogar drei Frauen zu entscheiden, sondern dieser ganze, wie soll man sagen, diese ganze Pergola von Weiblichkeit, die ihn da umgeben hat, die hat ihn fasziniert und er war, glaube ich, eher, es war ihm lästig, sich dann irgendwann zu sagen, ja, okay, jetzt muss ich halt dann irgendwie mal dich ein. Du hast ja auch noch andere Frauen gehabt daneben. Ja, das kam noch dazu. Die war ihm aber auch schon wieder lästig zu dem Zeitpunkt. Also man muss sich da ein Genie sozusagen auf der Flucht irgendwie immer vorstellen, von der einen Frau vor der anderen Frau. Die eine Frau war aber wichtig, weil sie ihm sozusagen noch ein finanzielles Auskommen, sein ganzes Leben bestand ja eigentlich aus Bettelbriefen gewissermaßen, garantiert hat. Aber die andere, die war ihm auch schon zu nah und irgendwie bloß nicht sich auf irgendwas Festes einlassen. Das ist schon, glaube ich, der wichtigste Punkt. Also im Kino sollen ja Helden angeblich immer irgendwas ganz Bestimmtes wollen und sie sollen Widerstände erleben und überwinden und entweder gewinnen oder daran zerbrechen. Als ob man immer so genau über die eigenen Gefühle und den eigenen Willen eigentlich Bescheid wüsste. Meiner Ansicht nach will Schiller beide Schwestern, vielleicht will er die Mutter auch noch dazu. Unbedingt will er auch eigentlich die Madame von Kalb, aber nicht deswegen, weil er ein irgendwie energiegeladener, unersättlicher war, sondern weil er unentschieden bleiben wollte. Er will vor allem Dichter und Philosoph sein, das weiß er, und arm will er natürlich auch nicht bleiben, aber sonst weiß er eigentlich nichts. Und die Schwestern, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Die spüren eigentlich bei ihm diese Lebensentscheidungsschwäche und die nutzen sie gewissermaßen für diese Hoffnung zu dritt. Also sie kommen sozusagen in diese Lücke, die er lässt, die Offenheit, schießen sie hinein. Das wird niemals leider ein konkreter Alltag zu dritt gewissermaßen, weil der Alltag wäre auch viel zu kompliziert, um Paradiese zu erleben. Also man will sozusagen sich zurückziehen und gleichzeitig aber voll und ganz für den anderen da sein. Und diese ganze, das ist dann für mich das Moderne an dieser Beziehung, dass die in diesem Ungefähren eigentlich letzten Endes bleibt. Deshalb auch das letzte Bild, wo er scheinbar schon gar nicht mehr weiß, welche eigentlich welche ist, ist auch egal letzten Endes. Also das Moderne an der Beziehung, finde ich vor allen Dingen, findet in dieser Transformation von Sexualität in Sprache statt. Also am Ende will er eigentlich Agnes von Lilien und er will nicht Caroline, sondern er will die Auseinandersetzung in Sprache. Und die Körperlichkeit nimmt dann ab, zumal sein körperlicher Verfall parallel zunimmt. Also das ist das moderne Moment, wo Sexualität sprachlich transformiert wird. Ja, wobei ich das Gefühl habe, das war von Anfang an so. Also auch diese ersten Momente des sich Begegnens haben auch schon so Augenblicke, wo die Erotik quasi sich in irgendwelche sprachlichen Umwege sucht, so wie diese, ja da auch diese Benutzung dieser drei Stufen von der Madame de Scudery, die ja auch nichts anderes sind als unsere normalen, effektiven
Erlebnisse, wenn wir uns verlieben, in Rituale zu fassen. Also wenn wir uns verlieben, dann gibt es Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Das war damals sehr wichtig, auch für die höfische Gesellschaft, alle Dinge sozusagen, allem eine Etikette zu geben, auch solche eigentlich wilden Empfindungen, wie sie da alle drei in diesem Raum beseelen. Aber die dann mit dieser Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3 zu umgeben, ist ja auch schon Erotik in, wie soll man sagen, in einer Art von poetisches Beamtentum sozusagen umzuwandeln. Ja. Und dann aber natürlich nie die Kontrolle verlieren komplett, das ist auch ganz wichtig gewesen, also auch die Charlotte, die eigentlich am Hof immer gelernt hat, nur leise zu reden und sich bloß nicht irgendwie laut quasi, all das führt dazu, finde ich, zu so einer Art von, das stimmt schon, Erotik in Sprache zu verwandeln. Also die Sprache ist in jedem Moment, ob sie nun schon mal körperlich zusammengekommen waren oder nicht, immer so ein Sublimierungspunkt, der eigentlich im Vordergrund steht. Und es ist ja dann auch so, wie bei Joni Mitchell, dieses we love our loving, also wir sind sozusagen in unser Verliebtsein verliebt auch mit und finden dadurch auch noch immer brennendere und stärkere Worte. Aber wichtig war, Entschuldigung, dass ich darauf so rumreite, wichtig war mir auf jeden Fall, das Drama zu vermeiden. Also den Moment von, den klassische Kostümfilme so oft haben, irgendwie, ich habe mich entschieden und jetzt wird es aber schwierig und wir dürfen auch die nicht enttäuschen und so. Daran glaube ich nicht. Daran glaube ich auch in der Beschreibung einer Zeit nicht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es zu dramatisch wird in solchen Filmen, dann wird alles, was vorher so versucht war, subtil irgendwie anzukochen über die Zeit, über die Menschen, über auch die das sind komplizierte Menschen, das sind keine schlichten Gemüter, sondern das sind hochkomplexe, sehr neurotische Figuren, die hier geschildert werden. Und das wird dann alles durch das Drama irgendwie unter sich begraben. Das war eigentlich mit eines der wichtigsten Dinge, das zu vermeiden, weil sehr oft überlegt man sich erstmal, was man nicht tun will, als was man eigentlich tun will. Das trifft sich mit meiner Rezeption insofern, als dass ich nicht wusste, dass man das Drama möglichst vermeiden sollte. Meine Figur, die mir nachhaltig am interessantesten erscheint, ist die der Charlotte. Also Caroline und Schiller kann man als dramatische Höhepunkte wunderbar verstehen und kann sich damit auseinandersetzen. Rilke hat mal gesagt, der Ort der Liebe ist immer der Dritte. Und dieser Dritte ist Charlotte, die sozusagen die Last der Vernunftehe ihrer Schwester tragen muss, die Last des Arbeitspensums ihres Mannes tragen muss, die Krankheit ihres Mannes tragen muss und irgendwann einen Moment hat, wo sie die Fassung verlieren darf. Ja, und das da sozusagen ist so ein dramatischer Höhepunkt. Das stimmt, weil sie eigentlich die ganze Zeit dazu da ist, das Drama zu verhindern. Mhm. Also sie ist sozusagen der Schwamm, der das alles aufnehmen muss, der auch irgendwie als Hintergrund dastehen muss, obwohl sie weiß, was sich da in dem Zimmer in Ludwigsburg unter Umständen abspielt. Sie will es aber nicht, sie will nicht die eifersüchtige Ehefrau spielen. Das war nie der Deal. Der Deal war, wir sind alle drei mit ihm zusammen, wir sind alle zwei mit ihm zusammen, wir sind zu dritt und jetzt bloß bitte keine Szene machen, ja. Und das zieht sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durch, bis es dann eben nicht mehr ging und sich die Verhaltensweisen von der Caroline auch so verändert haben, das war auch in Wirklichkeit so, dass die beiden Schwestern sich immer feindlicher wurden. Wie weit ist denn diese, ich würde es auch mal Vernunftehe zu Wohlzogen nennen, wie weit ist das verbürgt und wie weit konnte man sich da auf geschichtliche Dokumente verlassen? Naja, also Caroline ist ja eigentlich der wildeste Anteil in den allen dreien. Also Schiller ist natürlich ein wahnwitziger Genie-Vulkan gewesen, aber das hat mich bei dem Film jetzt nicht so interessiert. Mich haben in dem Sinn die beiden Frauen viel mehr interessiert, der Schiller eher so als Projektionsfläche. Die Caroline ist die Figur, die auch die schwierigste Biografie gehabt hat, die ungeradeste, die komplizierteste, die auch eben, ich glaube, ich ganz gut beschrieben wird dadurch, dass sie immer die ganze Zeit mein Mann redet in der ersten Hälfte des Films und ein Bild aufbaut, als sei das ein Horror, der Typ. Und dann kommt er an und ist eigentlich total normal und ist auch sogar intelligent und ist auch gebildet und benimmt sich. Man merkt dann hinterher schon in so ein paar Szenen, glaube ich, dass er schon also akribisch und ein bisschen pedantisch und unangenehm sein kann. Und sie nicht gehen lassen will. Ja, da, klar, gut. Aber sie ist vor allem erstmal darauf aus, ihn schlecht zu machen, um das Gewicht irgendwie in die Richtung zu verschieben. Bitte nimm mich oder heil mich oder nimm mich in den Arm, weil du weißt ja, mein Mann ist so furchtbar, von dem kriege ich gar nichts.
Ja, und dann gibt es ja im Verlauf, gibt es so Andeutungen von Prostitution und dann eben diese Rettung in die Ehe mit Wohlzogen. Dann verliert sie aber, Sie haben es vorhin gesagt, sie wird religiös, dann verliert sie auch ihre Wildheit, dann verliert sie auch ihren Esprit. Das war also da ist der Film schon lange vorbei. Das war wirklich erst als alte Frau. Sie hat eigentlich die wüsteste Zeit war dann wirklich die, wo sie auf der Flucht vor ihrem Mann war. Auf der Flucht vor dieser Ehe immer den Versuch, bis der endlich gibt er jetzt mal irgendwie nach und wir können uns scheiden lassen. Und auf dem Weg, der sie auch dann nach Ludwigsburg auch zwischendurch führte, da ging es wirklich in ihrem Leben ziemlich durcheinander. Mal ganz kurz auf das Cast zu sprechen zu kommen. Ich fand ja, Florian Stetter sieht Schiller erstaunlich ähnlich. Also das, was man von den Bildern in Marbach sehen kann und wie man ihn sich heute so vorstellt. Man hat natürlich keine Filmaufnahmen, aber sehr glaubhaft. Ja, und gut, die von den Frauen weiß man nicht viel. Wie ist das Casting abgegangen? Welche Rolle war relativ schnell klar? Und wie, also Hannah Herzsprung als Star-Vehikel wahrscheinlich? Nein, die Henriette Confurius war die erste, die mir klar war. Ja. Die hatte ich in einem Film gesehen über Eichmann, irgendwie so ein Fernsehfilm in Südamerika. Da spielte sie die Tochter von Eichmann. Und das war, da hatte sie so eine Wärme und so eine Unschuld und so eine, sie ist ja eigentlich ein Kinderstar, die hat ja schon sehr früh auch im deutschen Film ist die aufgetreten. Und ich fand, dass die für diese, eben diese Weisheit, diesen sublimen Schwamm, wie ich vorhin gesagt habe, dass sie dafür eigentlich hundertprozentig diese Milde auch im Gesicht hat, die man ihr dann auch abnimmt und wo man nicht immer nur das Gefühl hat, du verbirgst hinter deinem Lächeln den ganzen Hass, den du inzwischen auf deine Schwester oder die Situation angesammelt hast, sondern man glaubt ihr wirklich diese, auch die Ironie. Man unterschätzt sie manchmal unter Umständen ein bisschen, weil die andere irgendwie scharfzüngiger ist und fordernder. Aber sie kann dann durchaus mit ihrem eigenen Witz und ihrer eigenen Art auch wieder brillieren. Und das, die Henriette war eigentlich die erste, die mir hundertprozentig feststand. Den Florian kannte ich von einem Film, nach einer Henry-James-Novelle, den ich mit ihm und dem Matthias Schweighöfer gemacht hatte, Die Freunde der Freunde, und wusste, was er für eine wahnsinnige Unbedingtheit hat. Also, diese künstlerische Askese, ja, die in diesem Schiller, ganz egal, wie wüst er gelebt hat oder wie, dass er die darstellen kann, das war mir irgendwie relativ klar. Außerdem kann er mit Sprache irrsinnig gut umgehen. Also, die Art und Weise, finde ich, wie er dann diese berühmte Vorlesung da in Jena zu Gehör bringt, das ist dann schon ganz schön gut. Aber gleichzeitig ist er auch nicht, er ist jetzt kein Bo und er ist kein irgendwie Loverman vom ersten Moment an, sondern man muss aus ihm heraus entwickeln seine Liebenswürdigkeit, die er, glaube ich, in dem Film teilweise hat, seinen Witz und seine vulkanische Kraft, die aber nur in bestimmten Momenten, da schien er mir vollkommen richtig und der Kontrapunkt dagegen dann eben die Hannah Herzsprung, von der wir ja seit 4 Minuten wissen, was die für ein Kaliber in sich hat, wenn das abgerufen wird. Und Ronald Zerfeld dann wieder als Bremse dieses Kalibers? Ja, Zerfeld ist natürlich dann die Figur, wo man die Einstellung, wenn in Ludwigsburg die Tür aufgeht und er kommt rein irgendwie und nimmt sie alle in den Arm, dann ist der große Wärmeofen ist angekommen sozusagen. Nochmal zur Länge. So ein Film wächst ja wahrscheinlich eher also wird eher gekürzt, als dass er länger gemacht wird im Schnitt, in der Post-Production. Wie waren da die Vorgaben und wie mussten Sie kämpfen für 173 Minuten? Ja, es war klar, es gab eine richtige Absprache mit dem Verleih, dass der Film nicht länger als 140 oder 135 Minuten sein darf. Und das, was wir gedreht hatten, hat sich dann halt auf diese 170 Minuten hin entwickelt. Ich hatte gehofft, dass der Verleih den Film in der Länge nimmt. Es stimmt auch nicht, dass der Film so nie vorgeführt wurde. Der Verleih hat in der Tat etliche Kinos mit dieser 173er Version auch irgendwie beliefert, aber hauptsächlich war natürlich die andere schon. Nur der Ablauf war, ich musste zuerst meine Idealfassung herstellen und das war diese hier. Und wenn ich die andere Fassung sehe, es gibt auch noch eine etwas längere, die dann im Fernsehen als Zweiteiler laufen wird, aber wenn ich die kürzere Fassung sehe, dann merke ich natürlich schon, dass in diese Fassung die ganze Liebe und die ganze Akribie, die man dann als Regisseur so in so Endfassungen von Filmen reinsteckt, da auch reingeflossen ist. Also da stimmen die in der Mischung, auch die Wertungen der Sprache gegenüber der Musik nochmal anders, als in der dann hinterher nach Absprache eben. So, jetzt ist die 173er fertig.
Die Berlinale zeigt es, Gott sei Dank, da war ich ja wahnsinnig froh drum. Aber jetzt kommt die Absprache und jetzt machen wir das auch, diese 137 oder 134 Minuten oder was auch immer die war. Aber da wurde es dann auch schon ein bisschen lang mit der Post-Production und dann hat die Firma auch schon gesagt, jetzt müssen wir mal irgendwie fertig werden. Das merkt man ein bisschen in der anderen Fassung, finde ich. Das bleibt vielleicht dann auch nicht aus. Ich würde noch mal gerne auf den Kameramann zu sprechen kommen, nicht nur, weil ich zufälligerweise mit ihm zusammen zur Schule gegangen bin, sondern auch, weil ich es interessant finde, dass er, Michael Wiesweg hat mit Thomas Arslan angefangen und hat Filme gemacht, die quasi bewegte Standbilder waren, also Kameraarbeit war da fokussieren, aber nicht bewegen. Hier ist die Kamera enorm wichtig, um Atmosphäre zu erzeugen, um Stimmungen einzufangen, um Farben in Temperaturen zu verwandeln. Das hat er natürlich in Gelübde bei Ihnen gelernt. Da haben Sie schon mal zusammengearbeitet. Im Angesicht des Verbrechens auch, da habe ich es gar nicht gemerkt. Wie war hier die Zusammenarbeit? Wie viel konnte er selber einbringen von dem, was er sich vorgestellt hat? Wie eng waren die Vorgaben? Wie waren die Diskussionen zwischen Ihnen am Set? Also das war schon nochmal ein anderer Film als das Gelübde. Ich hatte mir immer von Anfang an vorgestellt, dass man das nicht so macht wie in diesen englischen Jane Austen-Verfilmungen, wo die Kamera mit Steadicam irgendwie durch irgendwelche Gänge hinter Perücken herrast dann, sondern ich wollte eine, auch dem Gefühl vielleicht der Menschen aus der Zeit versuchen, angemessen zu sein, eine unglaublich flächige Kamera. Also ich wollte die Leute vor Wände stellen, wollte zwischen den Figuren hin und her fahren oder schwenken, also eine fast irgendwie zweidimensionale Form der Inszenierung. Und nur in bestimmten Momenten dann den Raum öffnen. Das hat er auch sofort verstanden, denn Michael hat wirklich unglaublich hohes künstlerisches Verständnis von Ideen, wie man das dann auch am besten umsetzen kann. Da ist dann auch zu erwähnen der Ausstatter Klaus-Jürgen Pfeiffer, der die Chance irgendwie Wände in verschiedensten Formen sozusagen herstellen zu können, dann auch beim beiden am Schopf gepackt hat. Ja. Es ist ein Film, der lang ist, aber es ist ein Film, der nicht schwer gewesen ist zu drehen, weil die Choreografien der Figuren und der Kamera zueinander waren immer festgelegt vorher, also auch zwischen Michael und mir abgesprochen. Da gibt es dann immer eine Auflösung, die steht dann numerisch und die wird dann auch einfach so durchgezogen. Das ist ein relativ, ein Ablauf, der zwischen Regie und Kamera auf totalem gegenseitigem Verständnis beruht. Er weiß dann auch genau, wann er dann wirklich mal eine Tiefe in einem Raum benutzen kann und die dann einen Moment lang auch unter Umständen eine Dramatik bringt und wann es wieder zurückgeht in diese fast kinderbildartige Flächigkeit der Szenerie. Das nachzustellen und nachzubauen war nicht einfach. Das war schon ein relativ teurer Film. Also auch für deutsche Verhältnisse lag der dann so bei 6-7 Millionen. Und das muss man erstmal zusammenkriegen. Thüringen war die erste Förderung, die ja gesagt hat. NRW war die zweite. Die Unterstützung, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, des WDR, also da muss man dann auch mal diese ganze Redaktion da um die Barbara Buhl rum, die übrigens auch verantwortlich ist für Victoria und auch verantwortlich für andere wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, avancierte Sachen im deutschen Film, war auch die ganze Zeit Stand hinter dem Film. Es gab fürchterliche finanzielle Absagen. Der Gürtel wurde immer enger und trotzdem ist es dann irgendwie gestemmt worden. Es gab immerhin 50 Drehtage, was ja nicht ganz schlecht ist. 40. Ah, okay. Und der Rest waren irgendwie ein paar Kutschentage irgendwo oben in Tirol, die gab es noch. Aber die waren gut durch die Tiroler Filmförderung abgedeckt. Das ist die nächste Frage tatsächlich. Die Schauplätze sind ja vielfach Originalschauplätze, also Rudolstadt und so. Ja. Aber es gibt eben auch in Norditalien Drehs. War das tatsächlich der aufgrund der... Norditalien? Ja, oder wo auch immer. Die Tiroler würden schreien. Wo auch immer. Norditalien. Nee, also sogar österreichische Teil. Na, es hieß sogar in der Toskana gab es irgendwie einen Dreh. Aber das war, ich habe das schon, das habe ich schon nicht geglaubt, als ich es gelesen habe. Nicht, das sieht man ja auch nicht. Ja, ja. Ja nichts nach Toskana aus. Nein, das war Tirol und es war NRW, wo es überraschend tolle Wasserschlösser im Münsterland gibt, bei dem ich auch schon im Gelübde gedreht habe damals. Und es war vor allem in Thüringen. Gab es jemals eine Überlegung, das auf Film zu drehen oder war das immer klar, das wird ein digitaler Dreh? Ja, also ich bin ja im Grunde ich finde diese kleinen Ferienkameras fand ich immer gut, diese digitalen, die haben, fand ich, was filmisch Neues auch ins Spiel gebracht.
dass diese Alexa und diese hochkarätige digitale Arbeit ist halt doch mehr oder weniger immer noch nur dazu verurteilt, Film irgendwie nachzumachen. Ja, also es ist ein bisschen billiger, so viel billiger ist es gar nicht, weil die Lichtbestimmung dann viel länger dauert als bei einem 35mm Kopie. Aber es ist natürlich in einer gewissen Art einfacher an bestimmten Punkten. Man kann hinterher immer sehr schön sehr viel machen, wenn man CGI irgendwie auszubessern hat, eben irgendwelche Antennen an den Häusern zu entfernen. Das geht blendend und sehr schnell. Aber es ist trotzdem eine, wie soll ich sagen, es ist ein flächigeres Material. Ich spüre immer dazwischen noch, mir fehlt die Luft gewissermaßen, die in diesen, ich weiß nicht was, 3 Millimetern von der Dicke von Filmmaterial halt dann doch vorhanden ist. Auf der anderen Seite leidet die digitale Arbeit auch eben darunter. Wir haben natürlich Tests gemacht, mit vor allem was Gesichter und Maske betrifft. Leidet darunter, dass sie einfach nur, sie soll eigentlich Film nachmachen. Sie hat gar keine eigene Ästhetik, sondern sie versucht so weit wie möglich einen vergessen zu lassen, dass wir hier keine Filme in der Kamera haben. Das kann es eigentlich nicht sein. Also im Grunde müssten sowohl das eine wie das andere existieren und beide müssten verschiedene Wege gehen. Und warum würde man sich dann für die geliebten Schwestern fürs digitale Medium entscheiden? Das war zu einem bestimmten Zeitpunkt, als wirklich komplett Land unter war finanziell, war das ein Zugeständnis war dann im Endeffekt gar nicht so viel Geld, aber es hat trotzdem in dem Augenblick die Gemüter beruhigt, dass wir jetzt Alexa drehen. Wobei der Michael auch wirklich gute Wege gefunden hat, einen ganz tollen Filter, den er immer eingesetzt hat. Und ich war sehr schnell nach den ersten länglichen Probeaufnahmen auch befriedigt und habe gedacht, wenn es denn sein muss, dann machen wir das jetzt. Der Film ist ja in die Vorauswahl für den deutschen Beitrag für den Oscar gegangen. Da habe ich in einem Interview gelesen, haben Sie gesagt, Sie können sich gar nicht vorstellen, was daran Oscar-würdig sein soll. Was ist das denn für ein abschätziger Gedanke dem eigenen Werk gegenüber? Nö, das ist halt, ich weiß doch, was für Dinge bei den Auslands-Oscars irgendwie, was da dekoriert wird. Das hat halt dann doch irgendwie mit Europas großen, alten, wie soll ich sagen, dann doch meistens im Zweiten Weltkrieg befindlichen Geschichten zu tun. Und dem heldenhaften Kampf von Einzelnen gegen diese Diktaturen, da wird der Oscar, Auslands-Oscar befeuert. Und was ich gemacht habe, ist ja eher eine Art von Bildungsroman, von dem ich mir nicht vorstellen konnte, auch in der Länge, dass das ein amerikanisches Publikum in irgendeiner Weise interessiert. Jetzt beim Deutschen Filmpreis gab es 2 Auszeichnungen für Maske und Kostüm. Das ist immer so ein bisschen wie ein Trostpreis. Hat Sie das geärgert? Nö, dass ein Kostümfilm den besten Preis fürs Kostüm kriegt, das ist beim Deutschen Filmpreis irgendwie schon meistens so vorgesehen. Gang und gäbe, ja. So ist es. Ja. Ist ja auch okay. Was mich wirklich geärgert hat, war, dass der Film als Film nicht nominiert wurde, weil da wird es gefährlich, da ist Geld im Spiel. Und da ist dann sozusagen diese Herdenabstimmung, die da stattfindet, obwohl es, glaube ich, bei den nominierten Filmen nur die Regieabteilung und die Produzentenabteilung sind, aber es ist trotzdem dann eben so ein Massenhaben. Die nehmen da natürlich schon eine verdammte Verantwortung auf sich, quasi bestimmte Filme mit Geld zu versehen und andere Filme nicht. Das macht auch diesen ganzen Filmpreis irgendwie für mich fragwürdig. Was die einzelnen Sachen, die Sparten betrifft von Regie oder bester Soundtrack oder Kamera oder so, das kann man ja dann mit so einer Massenabstimmung von mir aus ruhig machen. Aber da, wo es dann manchmal ums Überleben der Firmen geht, um die Möglichkeit, den nächsten Film zu machen, ja, da müssten, denke ich, die Kriterien noch mal ein bisschen anders angehoben werden. Aber das dann einfach so mit Lust und Laune und irgendwie gefällt mir weniger, das hat dann so einen irgendwie maulenden Volkshochschulcharakter, in dem sich diese Branche ja eigentlich permanent befindet. Das ist aber nicht angemessen, um solche doch entscheidenden, finde ich, Dinge zu diskutieren, wie ob eben eine Firma für einen Film nochmal Geld kriegt. Für Leute wie Eddie Berger oder Sebastian Schipper bedeutet der Preis den nächsten Film. Also der ist damit finanziert. Für andere, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, weil ich eh so wenig Kinofilme mache, aber für andere, wenn sie nichts kriegen, bedeutet das irgendwie, oh, jetzt habe ich eine 5-jährige Lücke. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, aufgrund einer doch irgendwie relativ fadenscheinigen Geschmäcklerigkeit,
Das finde ich schwierig. Der große Unterschied zwischen dem Oscar und dem Deutschen Filmpreis ist, dass der Deutsche Filmpreis ein verstecktes Förderinstrument ist und der Oscar nicht. Der Oscar gibt kein Geld, sondern nur Würde. Da muss halt das Publikum dann bei Oscar-Nominees oder wie immer dieser Button heißt, der dann auf das nächste Plakat geklebt wird, entscheiden, ob sie den nächsten Film sehen wollen. Beim Deutschen Filmpreis ist es tatsächlich ein verstecktes Förderinstrument. Das ist das, was Sie bemängeln? Ich weiß nicht, ob ich das bemängele. Ich hatte nur das Gefühl, als dann Til Schweiger irgendwie da sein Publikumslola entgegennimmt und mit hämischem Grinsen von der Bühne tritt im Sinn von, na dann spielt mal ruhig weiter da in eurer Amateurabteilung mit euren immer mal 50 und mal 100.000 Zuschauern. Da merkt man dann, ja jetzt verstehe ich. Also ich meine, der Oscar basiert auf diesem amerikanischen System, the winner takes it all. Mhm. Ja. Also wenn da irgendwie der erfolgreichste Film des Jahres eben einfach alles absahnt, dann hat man das zu akzeptieren. Hier ist es so, dass es so ein Mischmasch ist zwischen eben bürgerlich-geschmacklichen Vorstellungen. Und dann hat man auf der einen Seite Til Schweiger, aber der spielt dann nur mit in der Abteilung erfolgreichster Film oder Publikumsding. In den anderen Abteilungen spielt er nicht mit, weil er seit 10 Jahren konstant beleidigt ist. Ich hätte gegen Til Schweiger genauso gerne verloren wie gegen Sebastian Schipper, muss ich sagen. Auf der anderen Seite spielt die künstlerisch advancedste Richtung des deutschen Kinofilms das, was man mit Berliner Schule im Allgemeinen bezeichnet, beim Bundesfilmpreis überhaupt keine Rolle. Ja, so ein bisschen immer doch. Ja, so, dass Christian Petzold beleidigt sein kann, wenn er den zweiten Preis hat. Ja, aber vor 3 Jahren ist ein fantastischer Film, der hieß Schlafkrankheit von Ulrich Köhler, nicht einmal nominiert worden, in gar nichts. Das bedeutet, dass diese Gemeinschaft, eben geschmäcklerische Gemeinschaft, entschieden hat, dass ein solches Meisterwerk, irgendwie Berliner Schule, bäh, kapiert keiner, 250 Zuschauer müssen wir nicht nominieren. Dass, wenn diese beiden Extreme nicht vorhanden sein können, der eine aus wollen wir nicht, der andere, weil er beleidigt ist, zwischen wem findet dann eigentlich dieser Bundesfilmpreis letztendlich in der Vergabe dann statt? Und das ist natürlich eine Mutmaßung, aber der Preis für Victoria, ein Film, der 2 Stunden ohne Schnitt quasi als Impro-Theater über die Leinwand läuft, ist ein formal motivierter Preis und nicht ein von der filmischen Wahrnehmung motivierter Preis. Also die Handlung, die Geschichte, das, was da im Film passiert, wäre durchaus verbesserungswürdig, aber die Motivation ist die Form. Also dass jemand was versucht, was vorher noch nicht gab. Ja, das sagen Sie jetzt. Erstens, das ist eine Vermutung, natürlich. Also erstens mal gab es das vorher natürlich schon. Sokurov hat so einen Film gemacht, in den 90ern gab es mehrere Versuche. Die trotzdem aneinander geklebt waren. Mike Figgis war ein Timecode, 4 Kameras gleichzeitig, 90 Minuten lang. Das ist jetzt, also zu glauben, das sei brandneu, ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass der einfach so eine, das hat so eine gewisse Werf, und eine Jugendlichkeit als Anmutung, die gewissermaßen der Filmpreis für sich dann reklamiert und sagt, das steht uns gut. Ja? Und das kann ich auch total nachvollziehen. Das war immer schon so, dass dieser Mythos von der billigere Film ist der bessere, ja, der sozusagen also dann auch so eine Dynamik hat, das muss man, glaube ich, so hinnehmen. Das ist auch nicht nur in Deutschland so. Also da gibt es einfach so ein Gefühl von, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, ob der Film jetzt hier auf bestimmte Leute was Elitäres und was Bildungsbürgerliches ausstrahlt. Das ist dann genauso bäh wie die Berliner Schule. Das muss weg. Und wir wollen sozusagen mitten ins Leben hinein. Und da führte dann eben Sebastian Schipper hin. Das kann ich alles nachvollziehen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eher, wieso spielen eigentlich bestimmte große, wichtige Teile des deutschen Films überhaupt keine Rolle auf diesem Filmpreis. Das finde ich sehr seltsam. Wäre das denn nicht einfacher, wenn man die Förderung loskoppeln würde. Man würde sagen, es ist ein undotierter Preis, es geht um eine schöne Gala, die auch im Fernsehen übertragen wird und dann kriegt man hinterher einen Button für sein neues Plakat. Und die Förderung, lassen wir die Förderung sein. Also wir machen ein Filmfördergesetz, was Film fördert nach Kriterien, die sie selber aufstellen, aber die nichts mit der Akademieentscheidung zu tun hat. Dann geht keiner mehr hin oder dann schreien sie nicht so laut, wenn sie gewonnen haben. Vielleicht dann doch, wie beim Oscar. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Wir sind ja keine Industrie. Wir sind ja keine Industrie, die wirklich eine Ausstrahlung hat. Wir sind keine Industrie, die wirklich etwas herstellt, wo man das Gefühl hat, das ist, wenn diese Industrie sich selbst adelt und sagst, du mit deinem Film, du warst der Beste dieses Jahr, dann kann man sich sozusagen weltweit freuen. Wir kämpfen um Einschaltquoten, um eine Übertragung mitten in der Nacht irgendwie beim Bundesfilmpreis. Das ist eigentlich eine lächerliche Veranstaltung. Da muss sie in sich selbst aber wenigstens dann das Gefühl haben, wichtig ist zumindest dieser Moment, wo eben über solche Dinge wie
kriege ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel kriegen die, 500.000? Mhm. Ja, kriege ich die jetzt oder kriege ich die nicht? Das ist ein reines Sandkastenspiel für uns. Wenn man das noch wegnehmen würde, dann wäre es eine völlig bedeutungslose Veranstaltung. Das Gefühl habe ich manchmal auch. Deswegen hat Jan-Josef Liefers im letzten Jahr so drastisch moderiert und Worte in den Mund genommen, die andere nicht mal schreiben würden. Nämlich? Er hat gesagt, als Fortsetzung von Fuck you, Goethe, Kant, du alte Fotze. Okay, was wollte er damit sagen? Ich glaube, er wollte einfach Aufmerksamkeit erzeugen für eine Veranstaltung, die sonst nicht wahrgenommen wird. Verzweifelt. Da wir schon fast beim Fernsehen sind, also bei den Einschaltquoten, das ist ja schon interessant, dass Sie so manifest Fernsehen und Kino machen und sich immer wieder von beiden Medien begeistern lassen. Was ist das Begeisternde beim Fernsehen? Was spricht Sie an bei dieser spezifischen Fernsehästhetik? Ich glaube nicht, dass ich die Filme fürs Fernsehen spezifisch fernsehmäßig mache. Ich mache das, was nicht mehr möglich ist im deutschen Kino, mache ich im Fernsehen. Also die Genrefilme, die auch wenig Geld haben und schnell gedreht werden müssen, die sozusagen dann auch animieren zu einer Art von fröhlicher irgendwie Schlamperei und aber irgendwie so einer Form von Fantastik auch manchmal, die sind seltsamerweise im gentrifizierten deutschen Kino nicht möglich. Aber im Fernsehen, in seinen Ecken, in da, wo das, wie sagt Gebhard Henke, immer das Regelprogramm regiert quasi, also wo um 20.15 Uhr sozusagen einfach das gezeigt werden soll, was gezeigt werden soll, nämlich ein Thriller, da kann man teilweise die Sau in einer Weise rauslassen, auch die Autoren, wie das im Kino nicht mehr möglich ist. Das ist eigentlich ein seltsamer Widerspruch, aber der existiert, seit ich Filme mache. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das, was mir am meisten Freude macht, gewissermaßen, also das Lernen auch von diesen Genre-Geschichten, dass ich das im Fernsehen, selbst in der Vorabendserie früher, leichter und als würde man mir da einen roten Teppich irgendwie ausladen, damit ich das machen kann, während man im Kino um jeden dieser Art von Filme, ob es jetzt Die Katze war oder ob es Die Sieger war, um die Genrefilme immer kämpfen musste bis zum letzten Moment und teilweise dann auch durch die schlechte Finanzierung auch wirklich über den Tisch gezogen wurde. Das heißt, Tatort und der Fahndergar waren Freiheit, wogegen das Kino Knebel ist? Das Kino durch diese Förderungsmechanismen, zu viele Leute quatschen mit, natürlich ist das Kino Knebel. Also wenn sie in dem Moment, wo sie dann in Schillers Geburtsland Baden-Württemberg keine Förderung kriegen, kann das bedeuten, dass sie, kriegen sie dann auch irgendwelche Meldungen von, das Buch hat nicht überzeugt oder sonst was. Dann gibt es die Momente, wo man natürlich dann gefragt wird, kann man da irgendwas tun, kann man das umschreiben, was fragt man das? Und da muss man schon sehr standhaft sein, auch als Produzent. Das muss man der Uschi Reich und der Bavaria dann hoch anrechnen, zu sagen, nee, wir kriegen das Geld dann irgendwo anders zusammen. Denn die meisten Fehler im deutschen Kino werden ja gemacht aus Rücksichtnahmen. Also weil man entweder im Vorhinein schon oder dann in Momenten, wo etwas schief zu gehen droht, dann sagt, dann machen wir es eben anders, dann ducken wir uns eben, dann beugen wir uns den Vorgaben und so weiter. Und die Kinofilme, ich mache ja auch sehr wenige Kinofilme, das sind immer Filme, die dann was ganz anderes sind als die Genrefilme und die aber in sich dann auch wirklich so sein dürfen, wie sie sein sollen. Also dass ich da gibt es dann, das ist dann, ich befinde mich dann in einem Genre, das ist dann in dem Fall Kostümfilm, beim Felsen ist es ein Liebesdrama, aber eben ein Experimentalfilm auch auf anderer Seite, wo ich dann wirklich machen kann, was ich will. Obwohl auch Fernsehanstalten als Förderinstrument wieder da drin hängen. Ja, die Fernsehanstalten, wie gesagt, es gibt ja Redaktionen, also das gilt so für die Bayerische Polizeirufredaktion, das gilt auch für den WDR, wie gesagt, die Barbara Buhl mit allen Leuten, die da mitmachen, wo man ja wirklich diese Freiheit bekommt, und zwar eine größere und einen größeren Vertrauensvorschuss auch als Regisseur oder als Autor, wie ich das jetzt auch zum ersten Mal wieder gelernt habe, als man es in der Förderung bekommt. Die Förderung denkt ja immer, sie könnten alles besser. Ja, sie wissen genau, was an dieser Stelle kommen müsste. Sie wüssten, Plotpoint 1, 2, 3 könnten sie einem vorbeten. Und man hat grundsätzlich alles falsch gemacht. Aber wenn man Glück hat und man hatte in einem letzten Film war ein Erfolg, dann kriegt man eben die Kohle okay. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie man eigentlich Filme machen will. Man will nicht irgendwie von einem dirigistischen System sozusagen erlaubt bekommen, einen Film zu machen, sondern man möchte eigentlich eine Begeisterung und eine Leidenschaft und ein Mitmachen und ein Jawohl und wir glauben daran und wir wollen sehen, wie der Film aussieht, wenn er fertig ist. Dagegen ist einfach nur Mengen von Verunsicherung,
viel zu starke Hinwendung hin zu einem industriell-kommerziellen Denken. Also es gibt Filmförderung, Chefinnen, die durch die Lande fahren in die Filmhochschulen und sagen, sie wollen von allen Filmhochschülern in der Zukunft nur noch Drehbücher wie Honig im Kopf haben. Das heißt, es gibt also die Filmförderung ist ebenso wie die Fernsehsender manchmal mit ihren Quoten, offenbar hängt die inzwischen an der Kanüle des Glaubens irgendwie, wir kriegen hier noch eine kommerzielle Industrie zusammen. Aber nur wenn wir Honig im Kopf jetzt irgendwie Teil 1 bis 999 machen. Sich im Fernsehen auszutoben, ist, finde ich, als Fernsehzuschauer ein Phänomen der letzten 10 bis 15 Jahre. Vorher waren die Formate da einfach, fand ich, viel zu eng. Also sowas wie Im Angesicht des Verbrechens profitiert auch von dem neuen internationalen Serienboom, den es ja gibt. Also Sie haben das mal so ausgedrückt, dass die epische Erzählung eben in die Fernsehserie gewandert ist. Das glaube ich auch, weil es eben viele Serien gibt, die nicht mehr Situation um Situation aneinander kleben, sondern die tatsächlich einen Handlungsstrang verfolgen. Und Im Angesicht des Verbrechens war ja im Prinzip auch so geplant oder gedacht, dass es eine Geschichte war, die dann eben aufgeteilt wurde. Oder gab es das? Es gab keinen chronologischen Dreh. Nee, das gab es nicht. Aber es war natürlich, also es war immer dieses Epos mit diesen irgendwie 50 Figuren ungefähr. Also dieser Baum, der sich dann aufsplittert in ganz viele Figuren und ganz viele Handlungen und Verästelungen gewissermaßen, die dann am Ende wieder zurückkommen. Da, um sowas zu erzählen, das glaube ich bei jeder Serie so, braucht man einen starken Stamm im Zentrum, also eine sehr einfache Grundgeschichte, nämlich der Bruder auf der Suche nach dem Mord an seinem Bruder vor 10 Jahren und auch auf der Suche nach sich selbst. Und dann kann drumherum natürlich, können die Figuren explodieren gewissermaßen. Das ist der Vorteil der Serie. Und 500 Minuten gibt es halt auch nur im Fernsehen und nicht im Kino. Ja, aber 500 Minuten im Kopf zu haben, während man das dreht, ist auch nicht so ganz einfach. Ja, aber da habe ich durch die frühen Fahndererfahrungen, wo man dann auch irgendwie 4 Folgen immer durcheinander drehte und gar nicht genau wusste, was zu welcher Folge gehört jetzt die Szene, die wir gerade drehen, irgendwie Routine, glaube ich, um die Unkenntnis, wo genau wir uns jetzt im Buch zu befinden, irgendwie formal aufzufangen. Und wenn dann mal jemand in der falschen Ecke steht, ist es auch egal, weil der Zuschauer merkt es sowieso nicht. Der muss man dann eventuell dunkel machen im Nachhinein. Digital kann man das ja. Ich will jetzt Ihre Geduld nicht noch länger auf die Folter spannen, sondern Sie auffordern, Ihre Fragen an Dominik Graf zu stellen. Und wenn Sie keine mehr haben, dann springe ich gerne nochmal ein. Geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Ich weiß, das ist jetzt das Allerabschreckendste, aber trauen Sie sich. Da ist die erste Frage. Also ich habe jetzt keine große Frage, einfach nochmal ein großes Kompliment. Auch nochmal an die Fernsehfilme. Mir hat zum Beispiel Eine Stadt wird erpresst und Das unsichtbare Mädchen sehr gut gefallen. Und ich wollte einfach nochmal wissen, was so Ihre Vorbilder im amerikanischen Kino sind. Schneller Schnitt als Stichwort. Ist da vielleicht auch Tarantino ein Vorbild oder liege ich da falsch? Nee, Tarantino ist leider gar kein Vorbild. Der ist für mich so ein Endpunkt irgendwie. Also ich finde, dass die für mich waren die Genrefilme Aldrich und Cimino und Arthur Penn, Die heiße Spur zum Beispiel, Altman, wenn er gut drauf war, das waren für Fuller auch, das ist für mich so diese Nachkriegsabteilung in Hollywood, New Hollywood, also das sind die Leute, denen ich filmisch vertraut habe immer. Und bei Tarantino ist für mich immer das Problem gewesen, dass die Überziehung sozusagen, also das quasi die Summe zu ziehen und jetzt machen wir nochmal den Über-Peckinpah, um gewissermaßen den Moment selber zu einer Ikonografie zu machen oder anzukündigen, das wird jetzt ikonografisch, noch bevor man es überhaupt sieht. Das ist für mich eine Art von opernhafter Selbstzelebrierung, die mich im Kino stört. Aber die anderen, die von denen ich gelernt habe, zumindest versucht habe zu lernen, das waren die mehr so die Sachen, wie soll ich sagen, aus der Hüfte geschossen haben. Also wo die Aktionsszenen, wo auch die erschreckenden oder die überraschenden Momente fast ohne Vorwarnung kommen.
Peckinpah hat mal gesagt, das war ja auch eine Generation, die waren ja alle im Krieg, dass Gewalt immer im Leben immer schnell und plötzlich passiert. Ja. Das heißt, der Ganze, obwohl er selber dann die Gewalt, sie passiert zwar schnell, aber ihre Folge ist bei ihm endlos. Bei Tarantino passiert schon endlos langsam. Und da habe ich so das Gefühl, dass die Gewalt dann zu dem wird, was dann die... was man dann auch bemängeln kann, dass sie dann tatsächlich irgendeine Art von reiner Choreografie wird, die mir zumindest die Gewalt als solche nicht mehr mitteilt, weil den Druck und die Wucht, wenn Gewalt passiert und das Schreckliche auch daran, das möchte ich schon erleben in einem Film. Oder das war für mich zumindest immer stark in vor allem in den Filmen der Kriegsgeneration, eben Aldrich, Peckinpah und Fuller, die wirklich wussten, wovon sie redeten. Ihr Film, also Die geliebten Schwestern, hat mich ein bisschen an einen meiner Lieblingsfilme erinnert, nämlich Les deux Anglais et le continent von Truffaut. Haben Sie den gesehen? Ja, klar. Den kann ich auswendig. Also das ist so ein Fall, wo sozusagen die Liebe zu den Buchstaben, die Liebe zum Papier, die Liebe zu den Worten, natürlich in der Übereinkunft auch mit dem Film, mit der Liebessprache getroffen ist. Und ich fand den immer, es war mir immer mein liebster Truffaut, obwohl er, glaube ich, sein schlimmster Flop war oder so, aber das ist ja im Nachhinein dann doch alles egal. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Erfinden von Liebe in Sprache, wie Sie es gerade so ähnlich ausgedrückt haben, das ist eigentlich die Metapher ist, die mich an so einem Film dann auch wirklich am meisten interessiert. Und auch das so weit zu treiben, dass das Publikum irgendwann unter Umständen fragt, passiert jetzt eigentlich nochmal irgendwas ohne Sprache? Also gibt es irgendetwas, sozusagen eine rein atmosphärische Szene? Ganz wenige, damit man sozusagen, es wird immer geredet, geschrieben, geredet, Worte aus dem Off, im On, in Briefform, wie auch immer. Und dann ist plötzlich irgendwann mal Stille und auf einmal regiert dann für einen Augenblick nur der Film. Aber das ist eine Idealfigur irgendwie von Briefroman im Film, die ich natürlich bei dem Truffaut das erste Mal so gesehen habe. Können Sie noch mal kurz sagen, Sie haben gesagt, der Film hatte eigentlich für Sie, ist er zu dieser Länge gekommen, wie sich die kürzere Fassung unterscheidet? Es war ja sicherlich nicht leicht für Sie, das dann sich davon zu trennen. Naja, es ist schon so, wenn man das Gefühl hat, man hat die lange Fassung und die wird einem auch zugestanden und die wird auch gezeigt werden, also dann in dem Fall auch einem internationalen Publikum, dann ist man sozusagen zu Zugeständnissen auch leichter irgendwie zu bewegen. Also dann denkt man mit einem Gefühl, ist eh schon wurscht, wir müssen auf 135 kommen und massakriert da auch dann ganz schön auch im Kleinen irgendwie rum. Meistens nützt ja nichts, wenn man dann irgendwie ein paar große Szenen rausnimmt, dann ist man immer noch bei 153 und man kommt im Grunde dann auf die 135 runter mit Hunderten von Kleinschnitten, die hier, dort das Wort, den Auftritt, das wegnehmen und am Ende bist du dann einigermaßen. Das ist eher so eine Art von Fleißarbeit, würde ich mal sagen. Also immer wieder durchgehen und von jedem Durchgehen wird er weniger, kürzer und am Ende weißt du und willst auch gar nicht mehr genau wissen, ob das jetzt alles wirklich so stimmt. Sie haben erzählt von Sprache im Off und von Lesen, von Schreiben. Wie war das jetzt in dem Film mit dem vielen Schreiben der Schauspieler und auch Papierfalten und so? Diese Sachen schienen ja sehr, ja, also man denkt, das kann man doch heute gar nicht mehr machen. Also das haben die ja nicht... Mussten die das üben oder wie kriegt man das hin, dass ja, das wie? So? Also die haben wochenlang haben die irgendwie deutsche Schrift geübt, wie verrückt, und haben sich wahnsinnige Mühe gegeben. Es ist allerdings wirklich, also ist schon schwer. Es ist der Punkt ist halt, ich wollte einmal so eine kleine Montage machen von den Versuchen Hannas, einen Brief zu versiegeln. Es gab ungefähr 17 Takes, wo in jedem Take der Siegellack in wieder irgendwie nicht für möglich gehaltener, katastrophalen Weise patzte, alles versaute, den Brief, also unfassbar. All diese Dinge
sind halt dann doch ein bisschen schwieriger, als man sich das so vorstellt. Und der Spaß mit den Sachen allerdings, den wir im Vorfeld dann hatten beim Üben, der hat dafür gesorgt, dass dann niemand irgendwann die Geduld verloren hat, sondern dass sie dann eher irgendwie immer weitergemacht haben und die Schrift nochmal. Und das war jetzt total, das hat überhaupt nichts mit Schillers Schrift zu tun. Ja, dann mache ich es halt nochmal. Das hatte aber auch so eine Geduld von allen Beteiligten, also von den drei Hauptdarstellern auf jeden Fall, das Gefühl, das Richtige machen zu wollen. Also das war auch im Vorfeld des Probens war der Film irgendwie so eine Art von, ja, hatte eine unheimlich schöne Stimmung, des sich Einfühlens in die Zeit. Ich würde auch gerne nochmal auf die Sprache hinaus, im Speziellen auf den Dialekt. Der blitzt ja immer mal so auf in den Nebenfiguren und Herr Goethe ist sofort für uns alle erkennbar gewesen durch den Dialekt. Jetzt hat nun doch Schiller im Besonderen oder ist verschrien gewesen in Jena, dass man ihn einfach nicht verstanden hat, weil er denn so geschwäbelt hat angeblich. Da haben Sie ganz drauf verzichtet, selbst in diesen Szenen, ich sag mal zu Hause, wo man das hätte vielleicht noch unterbringen können. Warum? Ja, weil es gibt noch andere Sachen bei Schiller, also zum Beispiel seine geradezu extreme Trunksucht. Wir haben in Rudolstadt gedreht und der Kustos des großen Schlosses und der ganzen Anlage von Rudolstadt ist der Ururenkel des Mannes, der Schiller in Volkstedt damals sozusagen sein Zimmer verpachtet hat. Und der erzählte mir, das erzählt er auch in seinem Buch, das er geschrieben hat, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater jeden Abend nach Rudolstadt musste, um den völlig betrunkenen Schiller abzuholen, um ihn sicher nach Hause zu geleiten, damit er nicht in die Saale fällt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte nur das Gefühl, dass diese physischen Dinge, die damit, also diese Physis und die Exaltation, die damit einhergeht gewissermaßen, dass die sozusagen zu der Art und Weise, was an dem Stoff jetzt wichtig ist, was zwischen den drei Personen vorgeht, nicht wirklich passt. Ja. Dasselbe ist eben dann auch der Dialekt. Auch der Dialekt ist ja ein Moment, wo der Schauspieler, wenn er ihn beherrscht, den Dialekt, wenn er sich nicht mühen muss, sondern er hat ihn, dann wird die Sprache auch physischer, automatisch. Also ich mache wahnsinnig gern in Genrefilmen jemand, der bayerisch oder von mir aus der berlinerisch spricht oder so, weil in dem Moment die Dialoge mit zum Körper gehören. Ja. Das schien mir hier aber falsch, weil ich wollte wirklich eine Art, also in der obersten Ebene des Liebesverständnisses, das der Film versucht zu suggerieren, wollte ich eine Art von Hochsprache, also ein sich verständigen, ohne sozusagen, wie soll ich sagen, körperliche Fesseln von Dialog, Trunksucht, permanenter Sexualität und sowas. Ich wollte wirklich, dass das auf einer intellektuellen Ebene, wenn Sie so wollen, auf einer fast abstrakten Ebene teilweise sich abspielt. Ja. Die Nebenfiguren, okay, das macht jeder Tatort, der in Stuttgart spielt, der lässt die Nebenfiguren schwäbeln, stimmt schon. Auf der anderen Seite hätten die beiden Schwestern dann auch sechseln müssen oder Thüringeln oder wie das dann heißt, weil die haben auch irgendwie einen Dialekt, jeder hatte einen Dialekt. Das hätte sich gegenseitig aufgehoben und es hätte sozusagen in der Schärfe, es hätte, also der Liebesdiskurs des Films hätte darunter gelitten. Man hätte auf andere Dinge geachtet, als man es jetzt tut, gewissermaßen. Das wollte ich nicht. Aber Sie haben völlig recht, das ist natürlich historisch völlig daneben. Goethe kommt deswegen so etwas abfällig weg, weil er sich in der frühen Begegnung mit Schiller eben auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ja. Also deshalb wird er da auch dann irgendwie da an den Rand und an den Horizont geschoben und nur von hinten gezeigt. In der langen Fassung, das ist übrigens in der kurzen Fassung auch nicht drin, ahnt man dann durch dieses Farbenkreis und durch eine Bemerkung aus dem Off, dass das immer näher zusammengegangen ist zwischen den beiden. Aber wahrscheinlich ist es, ich vermute auch, dass die beiden sich dann irgendwann nur so gut verstanden haben, weil von unten schon wieder die nächste Generation kam, die sich über die lustig gemacht hatten. Also mussten sie irgendwie zusammenhalten. Also die Romantiker in Jena, die Schlegels und die Brentanos und so fort. Hölderlein. Ja. Ja, also ich glaube, wir haben das alle sehr genossen, den Film. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Quotensache zurückkommen, weil Sie ja viel Erfahrung haben und viel wissen. Was können wir denn alle tun? Weil so wie, was ich mitbekomme, sind sowohl die Zuschauer als auch die Macher im Fernsehen unglücklich. Und diese Quote ist ja irgendwann mal eingeführt worden und wer könnte sie wieder abschaffen? Damit einfach alle befreit die Filme gucken können, die sie möchten. Die Idee.
Aber wie Sie ja wissen, wenn mal was eingeführt ist, dann wird das nicht mehr abgeschafft. Das ist ja in der EU und bei allen Dingen im politischen Leben so. Und das Fernsehen ist nichts anderes als gemachte Kulturpolitik. Ja. Das Fernsehen ist auch ein Konzern geworden, also auch das Öffentlich-Rechtliche, was ihm eigentlich gar nicht zusteht per Definition, weil wir bezahlen diesen Konzern ja sozusagen. Aber sie fühlen sich als Konzern. Es kommt jetzt zu einem Punkt, wo also alle positiven Dinge, die ich gesagt habe, die bleiben auch so stehen. Ja, die großartigen Mitarbeiter, die man dort hat, die fantastischen Redakteure und die Unterstützung über jetzt fast 30 Jahre. Aber es kommt zu einem Punkt, wo das Fernsehen sich nach außen hin so abbildet, dass man das Gefühl hat, Dinge, die in einem Tatort um 20.25 Uhr passieren und die erstaunlich verblüffend und toll sind, die sind da völlig am falschen Platz, weil das Fernsehen eigentlich gar nichts erstaunlich Verblüffendes und Tolles mehr senden will, per Definition. Davon sind die völlig überfordert. Die wollen nur im Grunde, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und dass das passiert, was der Zuschauer erwartet, und dass sie ihre Quote dann am Schluss darunter haben und sonst nichts. Das heißt, der Augenblick, wo man das Fernsehen noch geglaubt hat, als einen Ort zu sehen, wo man auch filmisch, ja, also richtig kinematografisch was probieren kann, ausprobieren kann und was dann dort einen Mehrwert bekommt, auch dadurch, dass es da gemacht wird und zu so einer Zeit auch gesendet werden kann, die neigen sich dem Ende zu. Das merke ich nicht bei meinen eigenen Dingen, so vermessen wäre ich nicht, sondern ich sehe, wenn Kollegen tolle Szenen irgendwo haben in einem Film, dann denke ich, das gehört doch in dieses, um diese Uhrzeit, in diesen Kasten, in diese HD-Box irgendwie überhaupt nicht rein, wo alle irgendwie aussehen, als wären sie krank gewissermaßen, sondern man muss eigentlich wieder. Ich denke manchmal, dass diese grandiosen Dinge, die fürs deutsche Fernsehen immer noch gemacht werden, ich denke da immer an dieses unterirdische Kino, das man vor ein paar Jahren in Frankreich entdeckt hat, in Paris, irgendwo unter der U-Bahn bei Arbeiten, da hatten Leute sich einfach ein Kino eingerichtet, um dort Filme zu zeigen, die niemand sehen sollte, außer sie selbst gewissermaßen. Das heißt, das Fernsehen ist durch seine Ranschmeißung, seine Geilheit den Zuschauern gegenüber zu einem Ort geworden, wo man, ehrlich gesagt, das klingt jetzt sehr elitär, manchmal die Dinge gar nicht mehr gezeigt haben will, gewissermaßen. Weil sie stehen da, also das ist ein klassischer Adorno, das Wahre im Falschen, gewissermaßen. Die Basis ist grundfalsch, und wenn man da dann plötzlich eine Szene sieht, die richtig gut ist, denkt man, das passt, das gehört doch gar nicht dahin. Vielleicht ist ja jemand so mutig, eine Petition oder Facebook-Seite zu gründen, wo alle unterschreiben, dass wir die Quote nicht mehr wollen. Ja, Sie müssen sich 100 Menschen aus diesem Konzern rausziehen und einer definitiv ungefähr vierwöchigen Gehirnwäsche unterziehen. Die sind nicht mehr in der Lage, davon abzusehen. Die bestehen nur aus einem Ja-Aber, ja. Die verstehen ihre Argumente und sie verstehen meine, wenn ich wütend werde und auf das Fernsehen schimpfe. Aber sie haben und aber sie sind unter Druck und aber der Mythos von Edmund Stoiber, der das ganze öffentlich-rechtliche Fernsehen abschaffen wollte, sitzt ihnen immer noch im Nacken. Dieser Schock von Ende der 90er, wo sie abgeschafft werden sollten, weil sie nicht mehr so viel Quote hatten wie RTL beispielsweise, und dem müssen sie permanent entgegenwirken. Nicht die im Mittelbau, die sich anstrengen und die tolle Sachen machen und die tolle Sachen unterstützen, sondern da oben, das ist eine Ebene von Abgehobenheit, ein irgendwie gesellschaftliches Astronautentum, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. In was für Welten die leben, wie die kommunizieren, wie die Dinge irgendwie konfliktscheu an Sachen vorbeischlittern, um dann doch per Dekret irgendwie 500 Leute plötzlich zu entlassen. Das ist eine ganz schreckliche Apparatschik-Funktionärsebene. Und gegen die können wir nichts machen. Wenn ich das kurz ergänzen darf, die Quote im Fernsehen ist sowas wie der Euro in der Bundesrepublik. Und die Quote aus dem Fernsehen zu entfernen, würde dieselbe Anstrengung bedeuten, wie die Bundesrepublik ohne Euro zu denken. Weil im Fernsehen, die Fernsehleute wollen messbare Werte. Und Kulturwert oder Kunsthaftigkeit ist kein Wert. Quote ist zählbar und das ist die Währung, in der Fernsehdinge gemessen werden. Und man kriegt es nicht raus.
Sie ist genauso alt. Sie ist genauso alt wie der Euro in der Bundesrepublik ist die Quote im Fernsehen. Also ich möchte eine Sache mal erzählen. Da gibt es eine wunderbare Geschichte von Max Ophüls. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Ding hieß. Es gab in Amerika, wurde eine Messform gefunden für die Reaktionen der Zuschauer. Ja, das waren dann so ganz lange so Papiere, ganz schmale, also wie so Herzrhythmus-Ausschnitte. Und da lagen die, da beschreibt das der Ophüls wirklich als, er war entsetzt, da sieht er erwachsene Menschen auf dem Boden rumkriechen und nach dem Ausschlag suchen. Du, das war jetzt, siehst du, ich habe doch gewusst, der Witz funktioniert nicht. Das ist die Punkte. Und so ist das eigentlich. Aber das ist, hat das Fernsehen nicht erfunden. Da gab es schon genug andere, die sich zum Affen gemacht haben deswegen. In Bezug dazu, darauf vielleicht noch eine kurze Frage. Ich kann sie mir leider nicht verkneifen. Es gibt gerade wieder eine Debatte darüber, ob es genug Sendeplätze für Dokumentarfilme, vor allen Dingen im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen, also der großen öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF, jetzt ARD im Speziellen gibt. Sie als Regisseur von sowohl Spielfilmen als auch filmischen Essays, Dokumentarfilmen, was haben Sie da für eine Meinung zu? Gibt es genug Plätze für Dokumentarfilme oder gibt es zu viel Fiktionales? Nein, Sie sehen doch, dass die ganzen, also jetzt, wenn man mal diese, allein diese Features, diese schreckliche Genre da irgendwie, diese Format, also alles, was irgendwie von Gehalt, von Wichtigkeit und von Brenzlichkeit ist, wird per se schon auf 23:45 geschoben, ja. Wie wollen Sie denn da noch jetzt irgendwie einen brenzligen Dokumentarfilm um 20:15 unterbringen? Ich würde als, also ich muss, die Entwicklung des Dokumentarfilms in den letzten 15 Jahren ist eine reine Erfolgsgeschichte. Ja. Im Kino, überall hat der Dokumentarfilm, vielleicht auch, weil es jetzt auch alles wieder so ernst und schwierig wird in unserer Welt, einen irrsinnigen Hype nochmal genommen. Der war schon totgesagt gewissermaßen. Kein Kino hat mehr das gespielt, niemand mehr. Also ich würde mal denken, wenn das so weitergeht, dann könnte es sogar noch in so eine Richtung gehen. Aber man muss als Dokumentarfilmer, wenn man die Zeit so um 2000 oder in den 90ern betrifft, muss man eigentlich sehr zufrieden sein, wie die Dinge im Moment laufen. Die werden so ernst genommen wie schon lange nicht mehr, finde ich. Aber für die, also die Frage nach so einem Ding im Hauptprogramm, da kriegen sie nur irgendwie die Brunftzeit von Elefanten in Südafrika unter. Das nutze ich jetzt auch mal direkt als kleine Werbeeinlage, denn wir haben am 7. Juli Mathilde Bonnefoy hier bei uns, die gerade mit Citizen Four nicht nur den Oscar gewonnen hat, sondern auch den Deutschen Filmpreis gerade. Sie ist die Cutterin von Tom Tykwer seit Lola Rent und sie wird dann hier den Film über Edward Snowden vorstellen. Das ist ein Film, der es absolut zu sehen lohnt. Ich denke, wenn keine weiteren Fragen sind, sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank, Dominik Graf. Und wenn Sie Lust daran gewonnen haben an diesen Veranstaltungen, Christoph Hochhäusler wird nächsten Monat bei uns zu Gast sein, am 8. Juli, und seinen Film Die Lügen der Sieger vorstellen. Dominik Graf hat einen engen Bezug zu ihm. Super Film. Genau. Wir haben auch zusammen drei Leben gemacht und das ist wirklich ein Film, der sich zu sehen lohnt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Bis bald.